einen wunderschönen, ja, guten Abend, nimmt auf. Muss nur einmal kurz gucken. Wir sind gerade eben noch in einer Kletterhalle gewesen. War richtig lustig für die Kinder. Und drüber? Elisa hat auch Spaß, Justus ist auch ein bisschen geklettert. Ich habe Elisa mal so von unten unterstützt. Und jetzt wollten wir los zum Koreaner. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich dir davon erzählt, dass wir da hinfahren. Und es war dort so lecker, dass wir jetzt wieder da hinfahren. Und ich werde dir heute auch so ein bisschen zeigen, was es da zu essen gibt, was ich mir bestelle. Ich hatte mir sogar zu Hause, weil ich ja ein Essence-Freak bin, habe ich mir so eine Liste gemacht. Ich habe nämlich im Internet schon den Speiseplan von dem Koreaner mir angeguckt und mir schon aufgeschrieben, was ich mir bestellen möchte. Aber leider habe ich den Zettel vergessen. Justus. Ja, bin schon so traurig deswegen. Ja, aber ich krieg das bestimmt wieder zusammen, was ich da haben wollte. Ja, ich hoffe, du freust dich auf. Wir gehen jetzt essen zusammen mit dir. Ich freue mich so drauf. Wann waren wir dort? Ist doch gar nicht so lange her. Ein paar Wochen. Johann freut sich auch. Stimmt's, Johann? Und Justus freut sich auch. Stimmt's? Ja. Justus? Die haben da leckeres Hähnchen. Stimmt, ja. Also Justus hat es auch gut geschmeckt das letzte Mal. Das Hähnchen. Das muss ich schon dazu sagen. Das war jetzt gar nicht so, dass es Justus nicht geschmeckt hätte. Stimmt, ich mache noch Navi an. Ich glaube, man sieht uns jetzt eh nicht mehr. Ist schon so dunkel, ist schon abends. Ich melde mich dann, wenn wir im Restaurant sind. Bis gleich. So, jetzt kommt das Schwierige, nämlich die Parkplatzsuche. Das ist es, ne? Hier ist es doch. Da ist es doch. Da ist es. Da! Da ist es! Da! Da ist es! Ja, da ist es! Da ist es! Wir haben es. Ja, ich sag ja nur. Das letzte Mal haben wir da einen Parkplatz bekommen. Ja, das war eher so Glückssache, ne? Schwierig immer. Sehr, sehr schwierig. Aber eben war doch auch hier ein Parkhaus ausgeschildert, oder nicht? Oder kommt man da nicht rein? Ist jemand wegfährt? Fahren die weg? Die so neben mir hier? Haben wir jetzt doch Glück gehabt? Nee. Nee. War doch nicht weg. Nicht Glück gehabt. Ist weg oder nicht? Nee, will nicht weg. Tja, Pech gehabt. Nächstes bitte. Ich stelle dann sein Auto ein. Ja. Wollte was gucken vielleicht. Guck mal, da ist so ein Elektrobus. Das sind ja diese Elektrobusse hier. Bist du schon mal mit so einem gefahren? Das würde mich mal interessieren. Ich finde das ja ganz spannend. Ich glaube. Und würde gerne mal mit so einem fahren. Ich lasse euch jetzt hier raus. Nee. Nein, nein, wir finden hier nichts. Ja, aber du musst ja auch irgendwie... Ja, kann ich weiter wegfahren. Wo ruft er denn? Können wir gerne... Ja, wird doch irgendwo ein Parkplatz sein für unseren Bus. Warum sind wir mit dem Bus gefahren? Wir wollten eigentlich mit dem Kleinen fahren. Aber jetzt waren wir vorher in der Kletterhalle und dann, ja... Haben wir es vergessen? Oh nein, er ist dagegen gefahren. Oh mein Gott, er ist gegen das Schildding gefahren. Mach du das bitte nicht, um einzuparken, okay, Justus? Parkplatzsuche. Na, 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 na. Hey, hier ist doch was frei. Was ist das denn? Ja, das ist doch frei hier. Ist echt? Das ist doch frei. Kann das sein? Ist oh, das OMG! Oh, mein Gott. Ja, so schnell kann es gehen. Da was? Hat man einen. Siehst du? Einfach so. Einfach so frei gewesen. Einfach mit uns. Auch noch groß genug für den Bus vor allem. Darfst du noch parken, oder? Ich bin schockiert. Das ist ja... Das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Jetzt habe ich hier ganz schräg geparkt. Die Parklücke ist so groß. Die ist ja so groß, da passen wir fünfmal rein. Ja. Jetzt nicht. Ich muss ja einmal Schnitt machen, damit man nicht sieht, wie oft ich hier... Ja, ich kann übrigens besser einparken als Justus. Das stimmt gar nicht. Doch, das muss man jetzt. Ich habe jetzt nur einfach schnell abgebogen. Deshalb war das jetzt nicht ganz optimal. Ja, was machst du denn hier? Ja, ich fahre noch. Jetzt noch 10-mal hin und her und dann haben wir es geschafft. Oh, ich freue mich so. Ich habe übrigens heute den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ich habe nichts gefrühstückt. Ich habe nichts zu Mittag gegessen. Wir haben sowieso so spät gefrühstückt, dass aussteigen, bitte. Niemand Mittag gegessen hat, außer die Kinder, so eine Obstrunde. Die werden sich wundern, was Nancy alles so erzählt. Jetzt werde ich reinhauen. Das Handy doch mitnehmen? Ja, das Handy nehme ich mit. Jetzt werde ich das Restaurant leer essen. Oh Mann, ich freue mich so. Ich freue mich. Ich bin so verrückt. Was ist bescheuert? Ich muss noch einmal.
Ich muss noch einmal. Hin und her. Nochmal hin und her? Ja. Guck mal, ich hab das alles auf Kamera. Was sollen die Leute denken? Nochmal hin und her. Vorsicht, da kommt ein Auto, Justus. Oh, der tat mir eben leid, ne, der dagegen gefahren ist. Den wollte ich ja annehmen. Da hätte es aber nicht reingepasst. Der hat es ja gemacht. Weil nicht, dass sie denken, du willst rausfahren. Nee, hier will keiner rausfahren. Niemals. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es endlich geschafft. So, ihr kleinen Kinder, macht euch fertig. Macht die Jacken zu. Es ist kalt, wir müssen ein kleines Stück laufen. Aber zum Glück nicht so weit. Hätte auch schlimmer sein können mit der Parkplatzsuche immer hier. Wir haben echt einen Parkplatz gefunden. Ich bin immer gestaunt. Ja, wir haben echt einen Parkplatz gefunden. Auch mal so einen großen. Voll cool. Komm, Clara. Meine kleinen Kinder. Elisa. Lauf. Wie, du auch? Ich habe keinen Platz mehr auf dem Arm, Clara. Wo müssen wir überhaupt jetzt zurück? Ich weiß gar nicht, wo es lang geht, Justus. Hier, Dacus. Hier gibt es so viele Restaurants. Rechts, links, oben, unten. Wo lang? Ja, einmal geradeaus, dann rechts, dann links, Papi. Dann wieder geradeaus. Ja, Papi, lass mal Auto. Ja. Hier lang, ja? Kannst du laufen? Ich bin so schlecht im Orientieren. Ich weiß immer nicht, wo es lang geht. Johann. Was nimmst du heute? Wieder eine Nudelsuppe oder was anderes? Ich glaube, wieder eine Nudelsuppe. Okay. Heute haben wir übrigens einen Tischgrill bekommen. Das letzte Mal hat es ja nicht geklappt. Weil wir einfach... entdecken wir noch etwas Tolles. Ja, wir werden heute noch mal die Speisekarte durchgucken. Oh, ist das windig. Schneller. Ja, also Tischgrill haben wir heute bekommen. Gott sei Dank, toi toi toi. Da möchte ich auf jeden Fall auch was ausprobieren. Und Eintopf werde ich wieder essen, weil die Koreaner sind bekannt für ihre super mega leckeren Eintöpfe. Und alles, ich zeig's dir gut. Der ganze Tisch wird voll sein mit leckerem Essen. Psst, macht Elisa. Okay. Wir sind dran. Wir haben einen richtig tollen Tisch bekommen. Mit Tischgrill. Ja, mit Tischgrill. Und ich zeig dir jetzt mal die Karte. Also hier gibt es erstmal Suppe und Vorspeisen. Also ich werde auf jeden Fall Vorspeise Teigtaschen nehmen, Schweineteigflaschen. Teigtaschen. Und zwar nehme ich die gedämpften. Und Justus wird bestimmt die frittierten nehmen. Die sind super mega lecker. Was gibt's noch? Frittierte Riesengarnelen. Sowas nimmt Justus auch total gerne. So, was gefunden, Clara? Genau, Grill ist hier. Das sind die Sachen, die man sich für den Grill nehmen kann. Also wir nehmen Schweinenacken. Achso, hier ist deine Nudelsuppe, Johann. Ne? Wo waren denn das Gemüse? Hier, verschiedene Gemüse und Pilze. Das möchte ich auch unbedingt haben. Und hier sind die Eintöpfe. Da will ich mir auch was aussuchen. Das schmeckt so lecker. Ganz besonders lecker sind so Kimchi-Eintöpfe mit Tofu, mit Pilzen, mit Glasnudeln. Super lecker. Wollt ihr noch das super hübsche Besteck zeigen? Also das ist ja typisch koreanisch mit diesen Stäbchen, die aus Edelstahl sind. Deshalb habe ich mir ja auch welche geholt für zu Hause. Ich finde das super praktisch und viel hygienischer auch. Also es wird jetzt gerade gespielt. Sonne! Hä? Spinnen? Also Johann malt etwas und der Rest muss erraten, was es ist. Das ist schwierig. Ein Außerirdischer. Nein. Johann der Natan. Nein. Was denn? Ist es schon fertig? Ja. Soll ich auflösen? Ein Känguru? Nein. Sag mal. Schlüssel auf. Krebs. Nein. Was ist denn das? Das ist ein Floh. Also ich muss sagen, hier ist auch eine kurze Wartezeit bis zum Essen und bis dahin müssen ja die Kinder auch immer irgendwie beschäftigt werden. Das funktioniert hier auch super gut. Ich finde das immer so wichtig, wenn wir in ein Restaurant gehen, dass es dann auch schnell geht, bis das Essen da ist. Das ist für mich ein Zeichen für Kinderfreundlichkeit in einem Restaurant tatsächlich. Ja, und wir vertreiben uns dann immer meistens so die Zeit mit Spielchen, unterhalten uns und dann
Blume. Dauert das gar nicht so lange, bis das leckere Essen kommt. Vorspeise ist schon da. Und zwar hat sich Justus Spieße besorgt. Das ist einmal mit Garnelen, das ist Hähnchen. Und das ist der erste Gang, sozusagen. Okay, da ist es. Mein Kimchi-Pfannkuchen habe ich noch nie vorher probiert. Bin ich sehr gespannt. Und diese Vorspeise... Das sind die gedämpften, das ist so wie Jiaozi, was ich auch zu Hause mache. Und das ist auch gefüllt, richtig lecker. Jetzt ist der Rest da, also das ist jetzt alles für den Grill. Wir haben schon was drauf getan. Da sind noch so Kleinigkeiten, die gibt es auch immer dazu. So kleine Dips und so, die man auch noch essen kann. Und Kimchi natürlich, darf beim Koreaner nicht fehlen. Ich habe mir hier noch so einen Eintopf bestellt. Sieht auch super lecker aus, ist auch ein bisschen scharf. Und hier drin gibt es Reis. Den wir auch gleich dazu. Jetzt müssen wir warten, bis das hier durch ist. Es ist so lecker. Ich kann dir mal kurz was zeigen. Und zwar in Korea benutzen sie ja kein Messer, sondern Scheren. Ich zeig dir jetzt einmal, wie man das hier isst am Tisch. Also man muss sich erstmal so ein Salatblatt nehmen. Hat man ein Salatblatt? Dann nimmt man sich so ein Fleischstück. Das hier auch. Dann kann man noch Gemüse drauf tun. Spinat. Geht gleich. Nee, jetzt ist Frühlingszwiebel. Wieder zu Hause, wir sind wieder da. Kinder sind im Bett, Justus ist auf dem Sofa und ich stehe in der Küche. Weil ich dir was zeigen wollte. Ja, ich freak. Also ich muss jetzt mal sagen, es war so lecker. Es war richtig, richtig gut. Ich habe noch nie so viel so lecker gegessen. Kann ich wirklich empfehlen. Habe ich schon gesagt, wie das Restaurant heißt. Hanmi heißt das. Wirklich eine große Empfehlung. Die Kellner sind auch so nett und so hilfsbereit. Also falls du nicht weißt, wie man das überhaupt isst, die erklären dir alles und zeigen dir das und ja, man fühlt sich da einfach pudelwohl. Es ist richtig schön. Und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, weil ich ja so viel bestellt habe. Das konnte ich gar nicht alles aufessen. Auch wenn ich es gerne aufgegessen hätte. Aber sie haben mir das gleich direkt alles eingepackt. Davon werde ich mich die nächste Woche nähren. Also richtig toll. Ja, ich freue mich darüber, dass wir das heute geschafft haben dorthin noch. Es ist ziemlich spät geworden. Die Kinder sind jetzt im Bett. Loki hat schon Futter bekommen. Wollte ich nur mal sagen. Loki hat schon Futter bekommen. So. Ich tue jetzt die Sachen im Kühlschrank. Dann machen wir uns heute noch einen schönen gemütlichen Abend. Mit ein bisschen Sirup, Wasser. Ich melde mich wieder. Gestern habe ich nicht mehr gevloggt. Da war ich ja, viel zu voll. Da bin ich nur noch rumgekugelt und war auch ein bisschen müde gewesen. Deshalb vlogge ich jetzt heute ein bisschen weiter. Ich wollte nämlich jetzt gleich einkaufen und zwar beim Asiamarkt. Ja, das leckere Essen, was du gesehen hast, das möchte ich gerne auch zu Hause essen. Man kann ja leider nicht immer ins Restaurant. Deswegen wollte ich auf jeden Fall ein paar Zutaten kaufen, die ich nur im Asiamarkt bekomme, damit ich das irgendwie nachkochen kann. Und viele interessieren sich ja immer dafür, für asiatische Gerichte und so und wollen das auch immer sehen, wie ich das mache. Deshalb nehme ich dich dabei mit
Ich hoffe, es interessiert dich. Ich hoffe, ich habe dir Geschmack gemacht nach dem Restaurant-Vlog. Und wir können das vielleicht auch zusammen einmal nachkochen. Dann holen wir uns koreanisches Essen in die deutschen Küchen. Also, wir gehen jetzt los. Ich stehe nämlich schon davor. Ist übrigens nur ein kleiner Asiamarkt. Also, es ist jetzt nicht der riesig große, wo ich dich schon mal mitgenommen hatte mit Justus zusammen. Aber da kriege ich eigentlich auch fast alles, was ich jetzt gleich brauchen werde. Also, was haben wir hier? Das sind ja diese Nudeln, die ich immer gerne koche, ganz oft auf Insta-Stories. Und wo sind die Schafen? Da. Das sind die Schafen, die ich immer gerne benutze. Dann haben wir hier Glasnudeln. Also damit koche ich auch sehr, sehr gerne. Das ist jetzt so eine kleine Packung. Aber die haben hier auch ganz große Packungen. Sowas hier, wenn man viel davon braucht. Was haben wir hier noch? Also hier gibt es so viel Leckeres. Ich könnte alles davon mitnehmen. Das sind solche eingelegten Sachen. Sowas essen die Chinesen ja sehr, sehr gerne. Und hier gibt es auch sowas. Das ist so, ja, so wie Sauerkraut. Das kann man auch einfach zu Zhou zum Beispiel essen. Das mag ich ganz gerne. Ja, genau. Oh, das sind die Pasten. Das ist diese scharfe Paste. Die benutze ich immer sehr gerne. Es gibt auch sowas, das ist nicht scharf. Aber am liebsten habe ich diese scharfen. Damit kann man ganz toll kochen. Es gibt auch solche Miso-Pasten. Damit kann man auch kochen. Und hier unten ist Reis. Genau, ich wollte unbedingt Reis mitnehmen. Das ist dieser Jasminreis. Das ist dieses richtig leckere, was man auch im China-Restaurant bekommt. Das muss ich unbedingt mitnehmen. Dann Soßen. Überall sind Soßen. Hier gibt es Kimchi in seinem Riesenpott. Also, ich wollte damit etwas ganz, ganz Leckeres machen. Lass dich mal überraschen, was ich damit vorhabe. Da brauche ich auf jeden Fall den Riesentopf. Und hier gibt es auch noch Tiefkühlsachen. Also hier habe ich mein Edamame. Das kennst du schon von mir. Hier gibt es noch eine kleine Packung. Ich glaube, ich nehme eine kleine Packung mit. Ja, genau. Ups. Okay. So, alles schon mal rein. Dann gibt es hier, oh, das ist Rice Cake. Da haben mich ganz viele nachgefragt, woher ich das habe. So sieht das aus. Das sind diese ganz großen. Hier gibt es aber auch diese kleineren. Das ist auch sehr lecker. Schmeckt eigentlich genauso wie die großen. Nur sind die halt kleiner. Und diese großen habe ich auch nirgendwo gesehen, außer hier. Also hier kann man die riesigen XXL Rice Cakes kaufen. Es gibt einen kleinen Haul für dich. Es ist nicht ganz so viel, wie ich sonst immer so im Asiamarkt kaufe. Da eskaliert es ja ab und zu mal. Aber ich habe so ein paar Sachen mitgenommen, die ich eigentlich auch nicht kaufen wollte. Das ist immer ganz gut. Also das meiste hast du jetzt auch schon gesehen im Laden. Aber ich zeige dir das noch einmal. Also ich habe mir jetzt wieder diese Edamame-Bohnen mitgenommen. Also ich liebe das ja. Ich habe jetzt die kleine Packung, weil wir nicht mehr so viel Platz haben in der Tiefkühltruhe. Aber diese Sorte kann ich empfehlen. Ich habe davon schon andere Sorten ausprobiert, aber bei dieser sind die Bohnen auch richtig groß und prall gefüllt. Da sind die Bohnen drin auch groß. Also ich hatte auch welche zum Beispiel, wo die Bohnen nur so ganz klein waren und dann ja, war das nicht ganz so toll. Deswegen kann ich das empfehlen. Dann habe ich frische Tofu bekommen. Ich wollte sogar eigentlich am liebsten Seidentofu haben, aber das hatte sie leider nicht da. Das macht sie wohl nur noch auf Bestellung, weil die ziemlich teuer ist und weil die auch ziemlich schnell schlecht wird. Ja, deswegen aber frische Tofu. Ich weiß nicht, ob du schon mal frische Tofu hattest. Schmeckt auf jeden Fall sehr viel besser als das, was man so im Supermarkt normalerweise bekommt. Ja, das ist so ein typisches Stück. So groß ist das dann. Oh, lecker. Mir fließt schon das Wasser im Mund zusammen. Das muss ich eigentlich direkt an meinen Kühlschrank tun. Moment. So. Und da muss man auch vorsichtig sein, ne? Das ist ja ganz weich. Das zerfällt sonst. Dann habe ich ja Reis gekauft, genau, den Jasminreis. Den gab es leider auch nicht größer. Ich wollte eigentlich so eine 4,5 Kilogramm Tüte, aber da gab es den nur als Klebereis. Und ja, ich möchte keinen Sushi-Moment machen, deswegen Jasminreis. Original asiatischen Jasminreis, der schmeckt sehr, sehr gut. Dann habe ich diesen Riesenpot Kimchi besorgt. Du hast ja gesehen, ne? Im Restaurant, dieser Eintopf, würde ich jetzt das mal so nennen, war ja aus Tofu, was im Kühlschrank gerade ist, und
also im Koreanischen kochen sie ganz, ganz viel mit Kimchi. Also Kimchi essen sie nicht nur so roh, irgendwie zu Gerichten, sondern damit machen sie auch Eintöpfe. Das habe ich gesehen und das wollte ich auf jeden Fall ausprobieren. Also einfach quasi Kimchi-Eintopf mit, kannst alles Mögliche noch damit reintun. Also egal, ob du jetzt zum Beispiel noch Tofu mit reintust oder Glasnudeln mit reintust, so ein bisschen Gemüsezeug mit reintust. Sowas hier habe ich zum Beispiel auch extra dafür gekauft, das aber beim Türken. Oder Zucchini kannst du mit reintun, Fleisch. Hatte ich Fleisch schon? Naja, egal. Alles mögliche auf jeden Fall. Und das schmeckt immer super lecker. Einfach dieser Kimchi-Geschmack. Und da ist ja auch immer dieser Sud drin. Das ist quasi schon die Suppenbasis. Lecker, lecker, lecker. So, und dann habe ich noch das hier mitgenommen. Das wollte ich einmal ausprobieren. Das kenne ich so noch nicht. Das sind wohl Glasnudeln auch. Koreanische Glasnudeln. Aus Süßkartoffelmehl. Ja, mal gucken, wie die schmecken. Also ich bin gespannt. Ich glaube, die sind nicht ganz so fein wie diese chinesischen Glasnudeln, die man so kennt. Sondern so ein bisschen dicker, glaube ich. Und die kann man eher so wirklich als Hauptmahlzeit auch essen. Ja, das war's auch schon. Das war mein kleiner, feiner Haul aus dem Asiamarkt. Ich hoffe, du hast Spaß oder freust dich auf die ganzen Asia-Gerichte, die dich jetzt erwarten werden, bald. Aber ich würde sagen, für heute verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.